Herzlich willkommen zurück hier in Randalls Monday, mal wieder gefeuert. Hey, wir haben den ganzen Tag Zeit, aber ich glaube in dieser Folge, da werden wir wohl nicht gefeuert werden, denn wir haben ein ganz schönes Schmuckstückchen für den kleinen Herrn hier, und zwar den Super Zuckerschnecke-Katalog, und den werden wir ihm mal geben. Mal gucken, wer dann reagiert. Hier, Phil, Lazio, für dich. Und was ist, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich Ihren tollen Katalog direkt hier habe? Was funktioniert? Aber ich dachte, du... Ja, immer dasselbe. Sparen Sie sich das und geben Sie mir das verdammte Paket. Zeig her! Ich glaub's nicht! Oh, danke, Gott, danke! Gott, so weit würde ich dann doch nicht gehen. Ich meine, ich mache ja nur meine Arbeit. Sieht sogar noch besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und sogar in neuer Verpackung, was? Scheint so. Oh. Das Beste. Und ich dachte, er wäre in Flammen aufgegangen wie alles andere im Lager. Aber du hast das Feuer gar nicht gelegt. Du hast meinen Katalog gerettet. Weißt du, wenn das Ding nicht ein Vermögen wert wäre, könnte ich schwören, der gehört jemand anders. Aber das kann ja nicht sein. Ein Vermögen? Scheiße, ich wusste, da war was. Kleiner, du bist ein verdammter Held. Ach, was rede ich? Du bist der Mitarbeiter des Jahres. Sehen Sie, ich wusste es doch. Hier, Kleiner. Ich weiß, dass du das Paket hier unbedingt ausliefern wolltest. Genieß die Convention. Hast es dir verdient. Oh, und vergiss nicht, den Lieferschein unterschreiben zu lassen. Yeah! Endlich! Okay, achso, Lieferschein, ja klar. Warenbegleitpapiere. So, können wir uns denn mal einen Wasserspender Wasser nehmen? Haben wir irgendwas dabei? Nö, ne? Nö. Trinken wollen wir auch nichts, oder? Wollen wir mal gucken, ob das jetzt mittlerweile geht? Kein Durst. War klar. Kein Durst. Okay. Er begutachtet sein wunderschönes Heftchen. Wir gehen wieder zurück auf die Straße. Na, schau doch mal, was in dem Paket drin ist, oder? Geht das nicht? Bestimmt, so wie ich den kenne. Achtung. T-Shirts? Ah! Und es steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Was soll ich denn jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber ist das mein Job? Scheiß Shirts ausliefern? Ich konnte es nur so weit kommen. Oh ja. Und der Lieferschein? Der Lieferschein für das Päckchen, das ich bei der Sci-Fi-Con abgeben soll. Traurig. Wir sammeln auf jeden Fall Zeitung, ist mir aufgefallen. Und das nicht zu knapp. Geld, wir hatten mal so viel Geld. So. Okay, wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir dann irgendwie doch mal den Eimer hier. Ich weiß nur nicht, wofür wir den brauchen, aber ich will ihn auf jeden Fall jetzt haben. So viel ist schon mal klar. La 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 la. Komm her, machen wir den so. Zack. Kipp den um. Vergiss es. Ach, weißt du, leck mich doch. So, oh, hab ich das gesagt? Ja, ne? So, und dann gehen wir noch mal Bahnsteige. Achso, Doppelklick geht ja auch. Und dann gehen wir mal zu Matt. Und ich glaube, ihm geht's wohl nicht so gut. Das haben wir ja beim letzten Mal immer sofort machen müssen. Schau dir mal die neuesten Gegenstände an. Sie geben dir Hinweise auf ihren Nutzen oder vielleicht sogar zu neuen Objekten. Mind the gap. So, oh, guck mal hier. Mr. Kramer, hallo mein Freund. Na, nennst du mich wieder Susan? Mal gucken. Stopp mal, Freundchen. Ich wollte doch sowieso zu dir. Herrgott, was habe ich jetzt gemacht? Genau das will ich rausfinden. Sind Sie Mr. Hicks? Mr. Hicks war mein Vater. Sie können mich Randall oder Mr. Fantastic nennen. Ach, wissen Sie was? Ich will, dass Sie mich Mr. Fantastic nennen. Ganz vorsichtig. Ich will gleich zur Sache kommen. Ihr Freund Matthew Griffin wurde in seinem Apartment ermordet. Ermordet? Ja. Also, sind Sie sicher, dass es kein Selbstmord war? Sie scheinen ja gut Bescheid zu wissen. Oh nein, es ist nur... Er sagte, er würde sich umbringen, wenn das Remake von Wii die Besucher gestrichen wird. Das wurde es und ich habe diese Tatsache vor ihm geheim gehalten. Aber möglicherweise hat er es herausgefunden. Als die zweite Staffel anlief, wusste ich, dass seine Tage gezählt sind. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Du kommst jetzt mit mir. Tut mir leid, aber ich habe echt zu tun. Das war keine Bitte. Ich sagte, du kommst mit mir. Okay, ist ja gut, aber fangen Sie nicht an, mich Susan zu nennen. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Oh, wir werden ein wenig keck, wa? Warte, ihr Kleiner. Sie sind der Boss. Randall? Oh mein Gott, Randall! Na, wie sind wir heute drauf? Ich
glaube ja eher, dass sie, Entschuldigung, ich muss gerade meine Nase kratzen, dass sie 5 Phasen durchlebt. Das erste ist ja Verleugnung, dann ist ja Wut. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die anderen Phasen sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie jetzt irgendwie Trauer hat oder Erkenntnis, dass es soweit ist. Ich weiß nicht, in welcher Phase es ist. Wir werden es mal rausfinden. Was ist es diesmal? Ich weiß, es war in den Nachrichten. Ja, doch, ich glaube, das ist besser, weil das ist so abwertend und das ist so vielleicht doch etwas mitfühlender. Ich weiß, es war in den Nachrichten. Ich kann das alles nicht glauben. Tut mir leid, Sally. Wie konnten wir das nur nicht kommen sehen? Trauer. Ich hätte nie definitiv gedacht, dass er es durchzieht. Ich dachte immer, er labert nur rum. Tja, dieses Mal ist es ernst geworden, Randall. Vielleicht wusste er nicht, was er tat. Nein. Er wusste es ganz genau. Oh. Bist du sicher? Natürlich, weißt du. Er hat seit Monaten von nichts anderem geredet. Huh? Gott, ich vermisse ihn so sehr. Ich würde alles tun, um ihn zurückzubekommen. Warum passiert dir sowas? Eigentlich überrascht mich das nicht. Meinst du, sie können irgendwas tun, um ihn zurückzuholen oder so? Ich meine, er ist doch nur eingefroren. Sally, das hier ist das echte Leben. Wenn Leute eingefroren werden, sterben sie. Ich wünschte, das hier wäre Futurama, aber das ist es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich tun würde. Ich kann einfach nicht ohne ihn leben. Ach, die Augen. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, das rückgängig zu machen. Ich schwöre, ich würde ihn nie wieder anschreien, nur weil er trinkt oder wegen seiner Science-Fiction-Sucht. Ich wünschte, es gäbe etwas, was ich tun kann. Rückgängig? Sally, es gibt keinen Weg, das rückgängig zu machen. Also außer du findest einen Typen, der die Zeit zurückdrehen kann. Aber ansonsten musst du akzeptieren, dass Matt nicht mehr bei uns ist. Du, komm her, jetzt! Die Pflicht ruft. Frag sie auch gleich, ob sie jemanden bei der CIA kennen, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Es muss doch da jemanden geben, der sich mit Zeitreisen auskennt, oder? Sag ihn, Geld spielt keine Rolle. Ich kann seine Magic-Karten verkaufen. Bitte, frag sie. Okay, mach ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir wissen ja schon, was passiert. Alter, ist ja alles vereist okay. Hier. Okay, was wollen Sie von mir? Das mit deinem Freund scheint dich ja nicht so zu kümmern. Man gewöhnt sich an solche Sachen. Du bist es also gewohnt, Leichen zu sehen? Und es interessiert dich nicht mal, dass diese hier von deinem Freund ist? Wissen Sie, ich habe seine Leiche schon so oft gesehen. Du genießt das, oder? Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie sich nur mal sein Gesicht an. Ist doch ziemlich lustig, oder? Oh, bitte. Ich werde beweisen, dass du ihn umgelegt hast. Und wenn es soweit ist, werde ich dafür sorgen, dass du den Rest deines Lebens hinter Gittern verbringst. Das haben schon ganz andere versucht und sie alle haben versagt. Oh. Fassen Sie mich nie wieder an. Ich hab die Schnauze voll davon, jeden Tag dasselbe durchzumachen. Ich hab nichts getan. Kapiert? Jeden Tag? Sergeant, unsere Tests zeigen, dass die Temperatur des Eises bei 43 Grad unter Null liegt. Celsius oder Fahrenheit? Kelvin. Das ist nicht möglich, Ned. Es geht nicht tiefer als bis zum absoluten Nullpunkt. Tja, jetzt schon. Der Frostomatic 9000 ist der Hammer. Hey, Erddeppen. Könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten? Ich versuche hier einen Verdächtigen zu verhören. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Verdächtigen los. Warum glaubst du, dass es Selbstmord war? Hören Sie, Matt war seit Jahren total besessen von der Idee, sich einzufrieren. Er sagte, er wolle eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Das ist etwas kompliziert. Armer Bastard. Und was hast du in der Gegend gemacht? Solltest du nicht auf der Arbeit sein? Ja, ich bin sogar auf der Arbeit. Genau. Als ich ihn über den Weg gelaufen bin, als ich meinen Boss das letzte Mal gesehen habe, hat es einen ziemlichen Anschluss gegeben. Nö. Um was geht sie das an, was ich in meiner Freizeit mache? Nö, sagen wir mal die Wahrheit. Eigentlich war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ich ihn über den Weg gelaufen bin. Tatsächlich? Amazon Express ist ziemlich weit von hier. Ja, aber wir liefern zur Convention. Ich weiß, aber ich musste diese... Sekunde mal. Woher wissen Sie, wo ich arbeite? Es ist mein Job, Dinge zu wissen, Kleiner. Aber hier geht's auch nicht um mich, sondern um dich und was du weißt. Also komm schon, fang an zu reden. Da gibt's nicht viel zu sagen. Ich bin Kurier und ich liefere Sachen aus. Manchmal hier, manchmal dort. Immer auf Achse, Sie wissen ja. Immer auf Achse, hm? Okay, das behalte ich im Hinterkopf.
Gab es zwischen dir und Mr. Griffin Probleme? Eigentlich nicht. Warum? Ich stell hier die Fragen. Warum hast du ihn in den Kühlschrank gesperrt? Hab ich nicht. Also hast du jemand anderes für die Drecksarbeit angeheuert, hä? Clever. Hm. Verstehe. Und jetzt mal im Ernst, sehe ich so aus, als könnte ich mir einen Auftragskiller leisten? Ich sag dir mal lieber nicht, wie genau du aussiehst, Kleiner. Weißt du, warum du hier bist? Heute? Weil du es wolltest. Keine Ahnung. Warst du gestern etwa auch hier? Tja, also das ist eine lange Geschichte und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie mir die abkaufen. Ich hab reichlich Zeit. Erzähl mir alles, oh. Kleiner. Okay, also... Break, break, break. Sehr schön. 15 Minuten später, eine Folge Let's Play. Und deswegen muss ich Doc retten, bevor ich den DeLorean an eine Dampflok ankoppel, um in das Jahr 1985 zurückzukehren. cool. Nein, Moment, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Genug, ich will kein Wort mehr hören. Sergeant, schön. Wir sind hier fertig. Und? Tja, so seltsam es klingt, es war Selbstmord. So begeht doch niemand Selbstmord. Wer wäre so dämlich? Matt! Matt ist so dämlich. Haben Sie Matt jemals getroffen? Schnauze, mit dir bin ich noch nicht fertig. Und ihr? Was macht euch so sicher, dass er das selbst getan hat? Da ist ein Abschiedsbrief am Kühlschrank. Yes. Da steht was von einer Zukunft, die von Maschinen beherrscht wird. Handschrift habt ihr geprüft? Ja, wir haben sie mit den Drohbriefen verglichen, die er an die Ärzte ohne Grenzen geschrieben hat. Passt. Warum sollte jemand die Ärzte ohne Grenzen bedrohen? Naja, Matt dachte, sie hätten seinen Hund entführt. Weiß auch nicht mehr warum. Dann habe ich rausgefunden, dass Matt nie einen Hund hatte. Seine Freundin hat ebenfalls bestätigt, dass er schon oft darüber gesprochen hat, sich kryogenisch einfrieren zu lassen. Na, vielleicht ist die Welt ohne ihn besser dran. Was? Okay, wenn wir dann durch sind, verschwinde ich mal. Ich habe noch zu tun. Hey, nicht so schnell. Der Einzige, der hier abhaut, bin ich. Ich muss ein paar Fakten überprüfen. Werd mal ein paar Informationen einholen. Oh, kommen Sie schon. Sally ist auch schon weg. Das Mädchen war völlig durch den Wind. Sie musste mal nach Hause und etwas runterkommen. Ja, also ich könnte auch etwas Ruhe brauchen. Mir gehen langsam die Kopfwitze aus. Großartig. Vielleicht kommt dann mal was Zusammenhängendes aus deinem Mund. Erwarten Sie nicht zu viel. Du dreckige Made. Du gehst nirgends hin, bevor ich nicht ein paar Anrufe gemacht habe. Oh, kommen Sie schon, ich muss noch... Du musst gar nichts. Der Verdächtige verlässt diesen Raum unter keinen Umständen. Ja, Sergeant. Ja, Sergeant. Sie können mich hier nicht festhalten. Ich bin mir fast sicher, dass ich nichts getan habe. Vielleicht. Aber ich hab dir ja gesagt, dein Gesicht passt mir nicht. Ich bin in ein paar Minuten wieder da. Naja, wenigstens hat er mich dieses Mal nicht Susan genannt. Ich dachte, jetzt geht die Tür nochmal auf und er sagt Susan. Na, Wunderbärchen, hör mal. Gehen wir mal in die Küche, schauen uns den Abschiedsbrief an. Alter, was haben wir denn hier? Biere? Wir sammeln zwei Biere stehen. Gefrorener Matt. Hm. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. So, dann nehmen wir mal den Abschiedsbrief, wie immer. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand... Pulp Fiction. Der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit, des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Oh ja, aus Pulp Fiction. Naja, das war mal ein Abschiedsbrief. Hier stehen zwei Biere, Lipos in der Gegend rum. Die müssen wir uns auch mitnehmen, Mensch. Yeah, heute zischen wir mal ein, wa?
gefrorener Matt, damit ihm können wir nichts machen, gefroren? Ne? Ja, wer hätte das gedacht? Hallo? Nee, er ist hinüber. Schublade habe ich doch gestern aufgemacht. Wieso ist sie denn heute wieder zu? Aha. Da scheint was drin zu sein. Vermutlich was Wertvolles. Aber die Schublade klemmt. Okay, jetzt war, die habe ich doch gestern aufgemacht. Wieso ist sie heute wieder zu? Oh, wie mysteriös. Ich krieg sie nicht. Ja, mit dem Training, das hattest du ja schon mal erwähnt. So, pass auf, haben wir irgendwas? Hier, wir öffnen einfach die Bierflasche an der Schublade. Ich denke nicht, dass... Wir schauen uns aber die Biere mal an, was für ein Bier wir hier überhaupt in der Hand haben. Ein paar Biere. Ja, ich will aber wissen, was für ein Bier. Du Opfer. Versuchen wir es nochmal mit dem Hammer. Ich will diese verdammte Schublade aufkriegen. Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Wegbam! Auf jeden Fall. Können wir denn irgendein Stalaktit? Guck mal hier. Sie tat wie Diamant aus. Aber ich glaube, wir können den abschlagen. Nee, ist zu hart. Ah, ich habe eine Idee. Warte mal. Jetzt den Hammer und vielleicht bohrt er uns ein Loch in den Boden, weil es ist ja sehr spitz. Warte. Sieht hart wie Diamant aus. Da passt ich lieber. Alter, das ist ein Weg nach draußen. Warum machst du denn sowas? Naja, pass auf. Dann vielleicht Lichtschwert? Lieber nicht. Aber er hat kurz überlegt. Ja, was machen wir denn jetzt? Streichholzschachtel? Na, ist zu billig, glaube ich. Eher nicht. Okay, wir müssen also versuchen, irgendwie hier rauszukommen. Und der Weg, glaube ich, wird schwierig. Feuerlöscher? Damit will ich den Feuerlöscher... Ja. Du willst nie was ich sage. Würde auch funktionieren, glaube ich, aber du willst einfach nicht. Vielleicht jetzt die Teleskopentchen... Den Teleskopentchenbügel? Sieht hart wie Diamant aus. Ja. Hart wie Diamant. Haben wir denn noch irgendwas, was interessant wäre? Mixer? Können wir den Mixer mal mit... Vor allem, warum ist denn da noch Blut, weißt du? Auch merkwürdig. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Aha. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Okay, ist noch was von Matt drin. Wasserhahn? Man soll kein Wasser... Ja, hast du vollkommen recht. Mikrowelle ist wahrscheinlich morgen dran, denke ich mal. Was ist los? Heute? Das Ding ist schon lange hinüber. Ach so. Ofen? Können wir den Ofen aufmachen? Diesmal? Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Ja, ein herrliches Stück Kücheneinrichtung. Ganz ohne Zweifel. Ja, ich dachte eigentlich, dass du warm die Wärme reinbringst in diesen kalten Raum. Aber irgendwie nischt. Kühlschrank? Aufmachen? Den fasse ich lieber nicht an. Ja, gut. Nee, ich glaube, hier haben wir nichts mehr, was von Interesse ist. Mein Gott. Gehen mal besser. Ah ja, da ins Wohnzimmer zurück. Und dann quatschen wir mal den Typen. Aber das machen wir auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Warum sollte Eis eigentlich nicht nett? Doch, nett und Ted. Das war aus Dave the Tentacle, die zwei Söhne, die Künstler. Wisst ihr noch? Ihr wisst es bestimmt. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, eure Entscheidung, ne? Also bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Wir sind gefangen in Matts Wohnung. Der Sergeant lässt uns nicht mehr raus. Und wir haben noch das Päckchen auszuliefern auf die Sci-Fi-Convention. Verdammte Hacke. Hätte ich erst zur Convention gehen sollen? Wir sind gefangen. Wir müssen auf jeden Fall rauskommen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Zumindest versuchen wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald. Ich freue mich auf euch.